Was auch Leute, hier ist wieder Red Linus mit Let's Play Metal Gear Solid 4 Folge 3. Erstmal vorlesen, Moment. Octocamo, ein fortgeschrittener Camouflage-Anzug, der von den Tarnfähigkeiten des Octopus inspiriert ist. Er täuscht das Auge und die Infrarotsensoren durch seine Fähigkeit, die Farbe und Muster einer Wand und Böden nachzuahmen, wenn man sich daran hinlegt oder nicht bewegt, wenn er an einer Wand steht. Ja, war ein bisschen komisch formuliert, um ehrlich zu sein. Jo, das ist Let's Play Metal Gear Solid 4. In diesem Part werde ich hauptsächlich ein bisschen was erklären, würde ich mal sagen. Erstmal haben wir hier eine Ration und weil ich The Boss Extrem spiele, glaube ich, war das. Also, ja, so ziemlich das Schwierigste. Habe ich bloß 3 Rationen, die ich insgesamt aufnehmen kann und dann bin ich voll. Ja, kriegen wir also noch ein bisschen Munition. Jetzt haben wir 90 Schuss in der AK. Jo. Und da kommt etwas raus. Munition sammeln wir auf diese Weise auf oder wir können sie später auch kaufen. Was gibt es hier an Features? Wir haben hier einmal den Müllcontainer. In diesem Müllcontainer können wir uns vor Feinden verstecken. Während wir da drin sind, füllt sich aber auch unser Stressmeter. Dazu komme ich gleich. Man kann daraus hervorgucken und wenn man eine Waffe hat, eine kleine Pistole zum Beispiel, haben wir jetzt gerade nicht, kann man daraus auch schießen und so. Außerdem kann man währenddessen mal Otacon anrufen. Und mal gucken, was er dazu sagt. Snake, where are you now? Trashcan. A trashcan? Looks like this is where they dump their household trash. Huh. How can you tell? Because it stinks in here. Bad. Leftovers from last night's dinner, probably. Ugh. Leftovers. And there's some bugs crawling around on my face. Ugh. It feels like roaches. There's a whole bunch of them scurrying around. Make sure you get the smell of them off you before coming back here. Yeah, I'll see what I can do. Ugh, seriously, doesn't it make you sick? I'd crawl into a toilet if it kept me out of sight. Something crawling up my leg. Ugh, I can't even imagine. Ugh. You know, you might want to get out of there as soon as the coast is clear. Yeah, not the best place for a nap. No kidding. Wir können es aber mal versuchen, hier drin zu schlafen. Nun gut, das war die Trashcan. Ansonsten haben wir hier noch, können wir gerade mal gucken, unsere Waffen und alles. Und wir können sie uns auch alle in der Ansicht ansehen. Das ist zum Beispiel das Stun Knife und dann haben wir dort eine kleine Erklärung dazu. Sieht ein bisschen komisch aus, das Messer. Nicht so, wie ein normales Messer aussehen würde. Vorlesen werde ich es aber nicht. Hier haben wir die AK, ein standardmäßiges Gewehr eben. Haben wir in der Cutscene eben auch schon gesehen. Und das Magazin. Mit keiner Kugel drinne. Obwohl, irgendwie ist es dort oben so merkwürdig zu, als käme da niemals eine Kugel rein. Hm, naja. Egal. Da kümmern wir uns nicht drum im Design. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Ration, dann haben wir den iPod und die Zigaretten. Zigaretten von der The Boss Marke. Ja, also definitiv die Zigaretten, die ein echter Patriot gerne nehmen müsste. Ach ja, schön eingepackt, hier oben noch die Folie rausgezogen und es scheint schon eine zu fehlen. Snake hatte ja am Anfang des Spiels eine im Mund, The Boss Standard auch noch. Filterzigaretten, na, ist ja super. Und dann haben wir noch den iPod. Anzumerken, beim iPod ist nichts weiter als ein normaler iPod und so weiter. Nun, was ein bisschen komisch ist, ist halt, dass er 30 GB fasst. Ich meine, ich weiß es nicht, wie es jetzt ist. Ich habe keinen iPod, aber ich glaube, selbst jetzt fassen die nicht unbedingt 30 GB. Es ist also schon, dass hier Metal Gear Solid 4 spielt, ja im Jahr 2014, ist also schon eine Art futuristischer iPod, meint ihr nicht? Ah, naja, auf jeden Fall, Hauptsache, die Marken sind drin. So, alles, was wir brauchen werden, ist der iPod. Denn den kann man jederzeit ausrüsten, um dann hier bestimmte Musiken zu spielen. Zum Beispiel Calling to the Night aus Metal Gear Solid Peace Walker. Die Titeltheme da. Ist hier gerade was rumgesprungen? Ich dachte, ich hätte gerade was rumspringen sehen. Naja, iPod-Musik kann man hören, um einerseits dem Schlachtfeld eine gewisse Theme zu verleihen. Das bedeutet im Prinzip, dass man eine gewisse Stimmung erzeugt. Ist was dramatisch, dann spielt man eine dramatische Musik, so eher wie diese hier. Ist was irgendwie actionreich, dann spielt man eine actionreiche Melodie, wie es die hier nicht ist. Aber da gibt es noch einige, man kann einige finden, man kann Bonus-Melodien runterladen und so weiter und so fort. In dieses Gebiet werden wir übrigens gleich reingehen, in dieses Gebäude. Ach, und so weiter und so fort. Außerdem wird man durch das Hören von Musik auch den Stresslevel von Snake los. Ich kann das mal demonstrieren. Wenn Snake sich in die Sonne stellt, seht ihr das?
unter der Lebensanzeige, unter der Psychoanzeige, also Psycho sage ich, unter der Ausdaueranzeige, sagen wir es mal so, ist die Stressanzeige. Die erhöht sich, wenn Snake zum Beispiel in der Sonne ist, wenn er oben auf bergigen Geländen ist oder aber wenn er Kampfgeschehen und sonstigen Stress halt ausgesetzt ist, sei es auch das einfache Altsein, so erhöht sich die Stressanzeige. Und während die Stressanzeige höher und höher steht, 80% ist das Maximum, dann sinkt die Ausdauer von Snake, also die Psyche von Snake, wird instabiler und dann kann er nicht mehr so gut zielen. Wird der Stress allerdings wieder niedriger, lädt sich die Psyche umso schneller wieder auf und wird die Psyche aufgeladen, wird auch abgeschossenes Leben geheilt. Genau. Das ist die Stressanzeige. Die Stressanzeige kann durch ganz schön viele Sachen runtergehen. Zum Beispiel, wenn man Musik hört, wenn man sich im Schatten befindet, wenn Snake liegt, wenn er etwas isst, wenn er in einer Box ist. Ja, wenn er einen Dex trinkt, ist ganz klar. Wenn er Solid Snake ist oder wenn er von Drag Linus gesteuert ist. Letztere sind wohl eher Spaßvermutungen, die ich selbst so angestellt habe. Einfach mal aus Jux und Dollerei. Ach, ist das schön. Ja. Ansonsten gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Diese Wachen bewegen sich erst, sobald ich hier diese Linie übertrete. Deswegen habe ich mich auch erst jetzt bewegt und wir sind jetzt in das Gebäude. Das ist das Fenster, durch das wir eben reingeguckt haben, wo ich sagte, haha, da kommen wir auch gleich rein in das Gebäude. So. Ach, in einer dramatischen Melodie kommt die Cutscene, die weder vom Spiel abgebrochen werden kann, noch irgendwelche Ladezeiten oder sonst was gebraucht. Stürmt aus, Soldaten! Auch die ganzen Gebäudemarker, die da so sind, diese ganzen Schilder. Jetzt werden diese Soldaten die ganzen Rebellen, die sich in diesem Gebiet hier befinden, abschlachten. Hier haben wir übrigens eine Arsenalkompresse. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Wie in jedem Spiel gilt auch, ich höre schlecht, was hier im Spiel vorgeht, weil ich meinen Ton zu leise habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich Otacon erst kurz in die Parade quatsche, erst bei den Untertiteln bemerke ich, wenn er redet. Arsenalkompresse. Wirksam gegen Muskelkater, schmerzende Gelenke und blaue Flecken. Stellt Psyche wieder her. Zum Einsatz im Objektmenü die OK-Taste drücken. Das habe ich eben vergessen. Da stellt die Psyche auch wieder her. Wann immer Snake sich rollt, wenn er zu oft rollt. Dann ist er einfach alt und das ist nun ja böse. Auch habt ihr eben gesehen? Da, blau. Meine Tarnanzeige ist blau. Das bedeutet, ich kriege einen besonderen Tarnbonus, der dadurch ausgelöst wird, dass ich zum Beispiel mich in Staub befinde, sodass die Gegner mich weniger gut sehen können. Oder aber, dass es laut in der Umgebung ist, sodass die mich weniger gut hören können. Ist auch eigentlich ein ganz nützliches Feature. Ansonsten ist die Tarnung halt, oben rechts seht ihr sie übrigens in der Ecke, habe ich noch nicht gesagt. Ansonsten ist die Tarnung halt gelb, ganz normal, indiziert halt, dass wir gut getarnt sind. 100% wäre unsichtbar, also ja, schon wirklich, ich wäre durchsichtig, das geht natürlich nicht. Demnach ist 95% das Maximum, also sind wir ganz gut dabei. Außerdem kann man sich während des Kriechens jetzt rollen in diesem Spiel. Das ging ja in den anderen Metal Gear Solid Teilen nicht, in den vorigen. Na, der stirbt. Der stirbt. Wenn man also irgendwelche Distanzen hat, die man kriechen muss, und man ist irgendwie zu langsam im Kriechen, dann rollt man sich jetzt einfach durch die Gegend und kommt schneller an sein Ziel. Ist ja ganz klar. So. Ach, Soldat, Soldat, ich kann dir nicht helfen. Wow, der hält aber viele Kopfschüsse aus. Ist gut, Soldat, ist gut. Wir haben es ja kapiert. Auch seht ihr um Snake herum, wenn ich ihn gleich zeigen kann, wenn der, die Luft hier rein ist, ein weißes Meter. Das indiziert halt, ob Feinde in der Nähe sind. Dieser Hügel zeigt einem, wo die Feinde sind. Ist der Hügel zum Beispiel weiß, bedeutet das, der Feind weiß nicht, dass ich da bin, ist einfach nur in der Nähe. Ist er gelb, dann weiß er, Snake könnte hier irgendwo in der Nähe sein. Ist er allerdings rot, dann weiß er die Wache auf jeden Fall, wo ich bin und wird mich bei Sichtkontakt erschießen. Ist ganz super, weil früher gab es in diesen Spielen ja immer DualShock, also Six Axis Control und so weiter und halt, wie soll man sagen, Six Axis Control und nicht zu vergessen, Vibration. Und weil nicht alle PS3-Controller Vibrationsfunktion haben, mussten sie es für dieses Spiel kurzerhand ausschalten. Du stirbst. Naja, sterben nicht wirklich. Du bist jetzt eher... So, gestunt. Wir haben das Stun-Knife.
Anders als die anderen Messer in Metal Gear Solid hat es die Fähigkeit, Gegner zu stunnen, indem ich die Alternativwaffentaste drücke. Da ihr das seht, wird es den Gegner ohnmächtig machen. Je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad da ist, kriegen die Gegner Sterne über ihren Kopf. Das kann 6 sein bei einfach oder aber auch 2 bei The Boss Extreme, was ich hier gerade spiele. Das ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad, den ich jetzt gerade auswählen konnte. Ich weiß nicht, ob es der schwierigste insgesamt ist. Initiiert halt, wann die Wachen aufwachen werden. Dass sie hier bloß 2 haben, bedeutet, dass die definitiv schlecht im Rollenspielen sind. Sie hätten vielleicht mehr auf Sterne skillen sollen, aber wir wissen ja alle, dass die Wachen jetzt schlecht im Rollenspiele sind. Außerdem habe ich ihn gerade in einen Spind gesperrt, wie ihr gesehen habt. But it's funny, because you don't have to be a rebel if you're outside of Japan, like especially like in the States. You know, you see Macintosh, you see MacBooks. Ich sollte den iPod mal ausmachen. Die eine Wache hat gerade die andere gesehen. Nein, sie ist aufgewacht. So. Geh bloß weg. Und dadurch ist die Vorsicht aufgekommen. Diese Pistole werden wir gleich noch benutzen. Im Moment sind sie noch ID versperrt und können gar nichts weiter machen. So, er hat einen Stern erstmal. Ich glaube, ich werde ihn umbringen. Er soll nicht nochmal aufwachen. Die andere Wache wird übrigens nicht aufwachen. Warum? Weil sie sich in einem Spind befindet. Das bedeutet einfach, sie wacht nicht auf. Sie wird für immer schlafen. Es ist quasi der Spindsack, in dem sie sich befindet. Auch wenn man sich, wurde ja eben schon beschrieben, wenn man sich mit der Octocamo irgendwo hinlegt, dann nimmt man die Farbe des Gebietes an. Oh Gott, wenn sie diese Leiche finden, dann bin ich allerdings jetzt eher am Böter. Dann bin ich aber ganz schön am Arsch, könnte man sagen. Vor allem, weil ich in der Nähe bin. Tarnen. So. Ja, der ist tot. Da wirst du nichts mehr machen können. Als tot markierte Wachen werden, wie ihr vielleicht schon merkt, einfach pulverisiert. So, wenn die Vorsichtsanzeige sich komplett gelegt hat, dann werden die Wachen aufhören, nach mir zu suchen, wie in jedem Metal Gear Solid Spiel halt. So, und mein Tarnindex erhöht sich natürlich, wenn ich hier jetzt zum Beispiel liegen bleibe. Dann nehme ich die Farbe des Bodens an, wenn ich an der Wand lehne, nehme ich die Farbe der Tapete an, wenn ich irgendwo drauf liege, nehme ich die Farbe von dem an, wo ich drauf liege. Wird später auch noch erweitert werden und so weiter. Aber jetzt im Moment können wir das halt bloß so machen auf 85%. 95% sind gar nicht möglich, aber das kommen wir noch hin, definitiv. Deswegen, ich werde jetzt erstmal den Countdown abwarten, dass sie mich möglichst nicht entdecken. Das ist ja nämlich ein bisschen schief gelaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass die eine Wache so schnell aufwacht. Aber darum heißen sie ja Wachen, weil sie immer Wache halten und nicht viel schlafen. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Dann sind wir jetzt wieder auf normalem Standard. Aber die Wachen, die jetzt als Verstärkung gekommen sind, werden, glaube ich, die Plätze der Wachen einnehmen, die ich gerade getötet habe. Und in den Spind gesperrt. Glaube ich. Weiß ich allerdings nicht ganz genau. Die Waffen der Wachen können wir aufnehmen, ganz klar. Aber wir können sie noch nicht benutzen, weil sie noch ID gesperrt sind. Das ist ja 2014, ein Zeitalter, wo die Waffen der Wachen eher mit ID versehen sind. Das heißt, nur eine bestimmte Person kann eine bestimmte Waffe nutzen. Und stimmt die ID mit der Waffen-ID nicht überein, so wird die Waffe gesperrt. Aber wir kriegen später noch einen Weg, wie wir das umgehen können. Aber jetzt im Moment noch nicht. Ich wollte unbedingt hierhin. Wir merken, die eine Wache ist dort in den Spind gesperrt. Wie wir auch sehen, na gut, ich kann es hier nicht sehen, aber wir sehen noch die Wache da drin. Man kann das Helle da sehen. Kommt jetzt keine Wache? Gut. Weil hier in dem Spind war noch etwas, was ich zeigen wollte, was uns nützen kann. Das ist nämlich Regain. Leckeres Getränk mit verjüngenden Eigenschaften. Stellt bei Konsum Leben und Psyche wieder her. Im Objektmenü die OK-Taste drücken, um es zu trinken. Ja, kleiner Fun Fact. Das Ding existiert wirklich. Es ist ein japanischer Energy Drink. Ganz genau. Ein japanischer Energy Drink. So. Stunknife habe ich auch schon erklärt. Das Stunknife knallt einmal, wenn wir es benutzen, und dann muss es sich erstmal kurz aufladen. Aber bei dem Pew, Moment. Bei genau diesem Sound können wir es dann wieder benutzen. Also es ist wirklich bloß eine ganz kleine Zeit, wo wir es nicht benutzen können. Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm. So. Auch haben wir hier, wenn ich gerade mal ins Inventar gehe, die Regain können wir uns hier auch nochmal ansehen.
Da seht ihr, japanischer Energy Drink. Sieht wahrscheinlich ganz genau wirklich so aus. Und dann haben wir hier noch die Arsenal-Kompressen. Ich meine, guckt sie euch mal an. Warum heißen sie Arsenal-Kompressen? Weil da Arsenal Gear drauf aufgebildet ist. Quasi der Über-Metal Gear, der in Metal Gear Solid 2 besiegt werden musste. Wer das Let's Play von mir gesehen hat, wird es erkennen. Das Ding, was in Manhattan gecrushed ist und was sogar die Twin Towers erledigt hat. Was rausgeschnitten werden musste, weil damals in dem Jahr, wo das Spiel rauskommen sollte, 9/11 war. Auch ein kleiner Fun-Fact. Auf jeden Fall Arsenal Gear Kompressen. Wann immer Snake rollt und zu viel rollt, wird er halt, wie ein alter Mann sich halt so fühlt, Rückenprobleme kriegen. Und dann wird er die Kompressen auf seinen Rücken tun und dann können wir Snake sich gut fühlen lassen. Denn ein alter Mann hat's schwer. Außerdem senkt das ja die Psyche, haben wir ja alles schon festgestellt. So, ich muss gerade mal gucken, wo die Wachen sind, weil wir können tatsächlich noch durch dieses Gebiet kommen, ohne entdeckt zu werden. Dafür können wir nämlich geduckt gehen, wenn alles klappt. Jopp, wir sind durch. Okay, dann betreten wir jetzt Mittlerer Osten, die rote Zone. Ein Gebiet, in das wir so ziemlich reingeworfen werden. Ich werde jetzt erstmal warten, bis die Wachen dort eine kleine Runde gemacht haben. Denn ich will euch jetzt erstes mal ein kleines Easter Egg zeigen, was ich, glaube ich, schon beim letzten Let's Play gezeigt habe. So. Wir können nämlich als Zensur wirken und uns dann die Tarnung der Statue annehmen. Aber macht das bloß nicht dreimal. Sonst entmannen wir die mittlere Statue. Die rechte hat ja schon keinen Kopf, das heißt, jetzt sind alle unkomplett. Ich kann jetzt bloß nicht sehen, ob da eine Wache ist. Gut. Noch irgendwie geklappt. Die Wachen in diesem Schwierigkeitsgrad können übrigens fast bis zum anderen Ende der Karte sehen. Deswegen wäre es nicht sagen wir mal, unlikely gewesen, also nicht unwahrscheinlich, dass wir entdeckt worden wären, weil uns eine Wache gesehen hätte. Hier liegt der Pappkarton. Hätte ich ihn hier nicht eingesammelt, dann hätte ich ihn woanders einsammeln können, wäre aber ein klein wenig später. Ich rüste den Pappkarton mal gleich aus. So, Moment, da ist er. Wir können ihn uns nochmal angucken. Exar steht da drauf, ansonsten kann man eigentlich nicht viel lesen. Ein normaler Karton. Sieht etwas unordentlich aus, ist aber von großem Nutzen. Wie könnten wir nur ohne auskommen? Ein guter Karton ist der beste Freund eines Soldaten. Eins griffbereit zu haben ist, kann über Leben und Tod entscheiden. Ich weiß nicht, das war zu schnell weg. Konnte ich nicht lesen. Aber ihr konntet es lesen, bestimmt. Weil ihr seid schnellere Leser als ich. Laser. Naja, egal. Gehen wir hoch. Denn als nächstes habe ich ein bisschen was anderes vor. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Hey Otacon, nicht Let's Playen, ich Let's Play und erkläre das alles hier, ja? Obwohl, er macht einen ziemlich guten Job. Würde mich nicht wundern, wenn Otacon schon das ein oder andere Let's Play hinter sich hat. Ich werde jetzt hier übrigens noch nicht vorbeigehen, weil wir haben hier noch irgendwo eine Wache. Ich will sie eigentlich in einen Hinterhalt locken. Das einzige Problem dabei ist... Meine Einbildung? Oh je. Ich mach mal den iPod aus. Mach mal eine Ration an, nur für den Fall, dass ich entdeckt werde. Das einzige Problem dabei ist, dass die Wache dort die ganze Zeit jetzt steht. Dreh dich bloß nicht um, ich warne dich. Wieso konnte... Wie hat er mich nicht gesehen? Wo kam der her? Oh, Entschuldigung, dass ich mich gerade so drüber abgeiere, aber ich habe mich selten im Metal Gear so erschrocken. Oh. Tja. So, kleinen Moment. Hä, ist ja sowieso zu gut gelaufen. Wo ist er hin? Wir können uns ja auch in Schränken verstecken. Und wir werden gerade merken, dass Snakes Psyche hochgeht. Außerdem haben wir jetzt hier einen Playboy. Ich mach mal gerade zu. Hoffentlich klappt's. Bitte sieht mich nicht. Bitte sieht mich nicht. Kann ich mich nicht auch ducken? Nein, das ging bloß in Metal Gear Solid 2 oder was? Ich weiß es nicht genau. Oh Gott. Guck bloß nicht in den Schrank. Nein, tu's nicht. Wieso guckt er genau in meinen Schrank? Verzicht dich. Verzicht dich. Ich habe mich selten so im Metal Gear erschreckt. Ich wusste nicht, dass die dort rauskommen können. Ich dachte, der wäre bloß der eine Typ und plötzlich wumm. Und da habe ich diesen Fehler gemacht. Wieso starrt er die ganze Zeit hier rein? Und wieso macht er nichts?
Er macht mir Angst. Er macht mir richtig Angst. Seht ihr, wie schnell meine Ausdauer weggeht? Wegen Snakes Psyche? Yep, jetzt kann mein Leben sich erstmal nicht regenerieren und... Oh nein. Achtung. Ich glaube, Snake ist gerade ohnmächtig geworden. Dieses Let's Play wird nicht perfekt laufen. Das war mir schon von Anfang an klar, aber es hätte doch besser laufen können als so. Achtung. Ich glaube... Was? Wie? Der sieht mich schon. Da hinten war noch einer. Verdammt. Das hätte so nicht laufen sollen. Hilfe. You might as well just fuck it. Habt ihr die Fäden gesehen? Ein kleiner Indikator für etwas, was noch kommen wird. Nun gut. Ja, da würde ich es für diesen Let's Play Part gut sein lassen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play Part. Ich werde dann nochmal das alles neu spielen, was ich gerade gemacht habe. Das Easter Egg ist egal, dafür kriegen wir übrigens eine Trophäe laut dem neuen Trophäen-Update von Metal Gear Solid 4, was es verpasst bekommen hat. Aber ich hatte sie schon, deswegen, nun ja, wetterheiter. Hier können wir auch noch die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur sehen. 26 Grad, 36% Luftfeuchtigkeit. Und der Wind liegt 6,1 Meter in der Sekunde zurück. Nun gut, dann würde ich sagen, das war's für den ersten Part von Let's Play Metal Gear Solid 4. Entschuldigt den Fail am Ende. Das ging ein bisschen unerwartet. Ich werde euch im nächsten Part zeigen, was ich euch jetzt zeigen wollte. Danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen. Auch Hinweise darauf, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erklären, kann ich in zukünftigen Videos dann auch aufgreifen. Okay, Dragline ist over and out. Tschüss.